Beim Thema Weltklasse-Handballer ist man aber auch in Deutschland schnell bei Juri Knorr, denn der ist unsere Spielmacher-Hoffnung für die Nationalmannschaft. Im Interview mit Annette Sattler im Dein-Talk Auszeit HBL hat er jetzt aber verraten, was ihm noch fehlt. Anführer dieser Mannschaft, was war in der vergangenen Saison dein wichtigstes Learning oder deine schwierigste Challenge, an der du wachsen musstest? Gute Frage. Ich glaube, generell ist meine wichtigste Challenge, dass ich schaffe, auf der Platte nicht die Kontrolle zu verlieren, auch wenn ich merke, okay, heute ist vielleicht nicht mein bester Tag, heute habe ich nicht dieses Momentum, dass ich sage, heute klappt alles oder heute gehen alle Würfe rein, aber dass ich es trotzdem auf der Position, auf der ich spiele, einfach schaffe, nie der gegnerischen Mannschaft das Gefühl zu geben, dass Knorr gerade nicht da ist, dass wir den in der Tasche haben, sondern dass ich immer eine gewisse Präsenz ausstrahle und dabei geht es ja nicht darum, dass ich viele Tore werfe oder viele Assists gebe, sondern einfach die Mannschaft da bin und die Kontrolle irgendwie bewahren. Ich glaube, das unterscheidet dann irgendwie gute Spieler von den sehr guten bzw. von den Weltklasse-Spielern, dass die immer da sind, egal wie es für sie persönlich gerade läuft. Das zeichnet wahrscheinlich zum Beispiel einen Gottfriedsson für mich in den letzten Jahren aus, dass man immer, oder ich zumindest, immer den Eindruck habe, er hat das Spiel gerade unter Kontrolle.